Einen schönen guten Morgen. Es ist Mittwoch. Wir stehen in Bamberg. Wir fahren jetzt nach Oelsnitz, tauschen das Auto, laden in Oberlosa. Fahren nach Wackersdorf, abladen, Leergut laden. Zurück nach Oelsnitz, Auto zurücktauschen. Dann gucken wir mal, was wir noch an Lenkzeit haben, an Schichtzeit und überhaupt an Zeit. Und dann wird die Dispo weiter entscheiden, wie es weitergeht. Ich denke, wir werden dann nach Schleiz fahren, das Leergut abladen und dann ist Feierabend. Also, meine Lieben, ach, müde bin ich noch, obwohl ich lang geschlafen habe. Naja, was soll's. Es nützt ja alles nichts. Wir müssen losmachen. Also dann, auf wie geht's, Burm und Madle. Obwohl man eigentlich dem Madle zuerst sagt, ne? Naja, ist egal. Heute ist alles egal. So. Dann fahren wir halt erstmal schnell tanken, ne? Vorne in der Spedition. Hoffentlich ist der Tank voll, also die Tafel grün. Wenn die Tafel nicht grün ist, dann kackt es uns an. Naja, werden wir sehen. Aber Mittwoch müsste es ja schon grün sein. Ich denke mal, ja, es ist schon grün. Die Dispo. Haben sie ganz schön angebaut, mein lieber Mann. So, jetzt gucken wir mal, wie die Tafel aussieht. Grün. Und dann werden wir gleich scheibenklar auffüllen, wenn wir getankt haben. So, Freunde. Jetzt. Na, da habe ich ja wieder Glück gehabt. Hier stehen sie schon wieder Schlange hinter mir. So, komme ich hier rum? Nee. Oh, hier steht alles voll. Alter. Ich wollte eigentlich noch scheibenklar auffüllen. Oh, aber das wird nur auch nichts. Da ist ja alles. Naja, noch ein Rumfahren tue ich jetzt hier nicht. Da fülle ich scheibenklar in Oelsnitz auf. Da haben wir ja auch so einen Tank stehen.
uns mal losmachen. Sind wir in Elsnitz, das passt schon. 9:30 müssen wir beim Bolzen sein. Auto fix wechseln, 8:30. Es ist 8:45, wenn wir kurz nach 9 losfahren, langt das. Kurz nach 9 langt. Ja, ihr werdet euch wundern, dass heute kein Spruch dran steht. Ich erkläre es euch. Heute steht kein Spruch dran, weil ich jetzt bloß bis Elsnitz fahre. Und dann gehen wir ja auf ein anderes Auto und da haben wir ja auch keinen Spruch. Und da habe ich mir gedacht, dann brauchen wir ja auch keinen Spruch. Und habe deswegen keinen Spruch dran gemacht. Aber morgen gibt es wieder einen Spruch. Versprochen. Versprucht. So. Mal die Sonne an. Sieht das nicht geil aus? Die sieht, glaube ich, so aus wegen dem Sahara-Sand, der hier überall rumschwirrt. Ist das nicht ein schönes Bild? Alter Franz! Könnte auch ein Bild von Caspar David Friedrich sein. Ha. Hättet ihr jetzt nicht gedacht, dass ich den kenne, ne? Naja. Wenn ihr denkt, ihr habt einen Dummen vor euch, da seid ihr bei mir genau richtig. Na dann mal Abi nach Elsnitz. Dann machen wir eine Dreiviertelstunde Pause. Und kurz nach 9 fahren wir dann rüber zum Bolzenladen. Und dann ab nach Wackersdorf. Jetzt kam mir doch gerade ein weißer LKW entgegen mit einem Container hinten drauf. Der hat mich gegrüßt. Das wird doch wohl kein Abonnent gewesen sein. Also wenn du ein Abonnent warst, dann grüße ich dich hiermit ganz herzlich. Kannst ja mal in den Kommentaren schreiben, wer du warst.
Leider konnte ich dich nicht erkennen, die Scheibe hat so gespiegelt. Außerdem weiß ich ja gar nicht, wie ihr alle aussieht. Also, wenn du ein Abonnent warst, der mit dem weißen LKW mit dem Container hinten drauf gerade aus Oelsnitz rausgefahren ist und mir entgegenkam und mich gegrüßt hat, schreib's mal bitte in die Kommentare, wer du warst. Damit wir es wissen, leider habe ich dich nicht aufgenommen, weil ich gerade Akku gewechselt hatte. Na komm, erst mal raus. Nagelneuer. So, jetzt packen wir erstmal ein hier. Hier steht ja alles voll mit Auflegern. So. Freunde der gepflegten Unterhaltung, jetzt wird eingeparkt. So, jetzt fahren wir mal schnell nach Oberlosa zum Beusen laden. Ich habe nämlich bloß jetzt umgebrückt. Und fahre solo rüber. Und lade das dann auf die Brücke. Und stelle die Brücke wieder ab. Und die fährt dann den anderen nach Baggersdorf. Und wir haben dann nämlich andere Aufgaben zu lösen. Wir müssen dann mit Peter sein Auto nach Neckarsulm fahren. Das wird jetzt in Meerane vorgeladen. Und dann gucken wir mal. So, meine Guten. Jetzt wollen wir mal hier schnell laden. So, da drehen wir hinten in der Wendeschleife. Wir machen es nicht wie der KLV, der sich doch vorgestellt hat. Das soll nämlich eigentlich nicht sein. Wir drehen hier hinten, parken ab und laufen rein zum Anmelden. Deswegen haben sie nämlich extra die Wendeschleife hierher gebaut. Früher war hier hinten mal der Eingang. Das ist aber schon lange her.
Ja, wir werden wohl früher oder später doch in den sauren Apfel beißen müssen und einen Sattelzug nehmen müssen. Weil die Jumbos werden jetzt langsam alle ausgetauscht. Und wir kriegen alles Sattelzugmaschinen mit Euro-Trailer. Naja, schauen wir mal. Ich gehe mich jetzt erstmal anmelden. So, haben wir mal geladen hier beim Bösen. Und das schaffen wir jetzt nach Elsitz auf dem Hof, stellen die Brücke wieder ab, stellen unser Auto hoch und fahren dann mit dem Sattelzug von Peter nach Neckarsulm. Und kommen dann morgen wieder. Alles ein bisschen Kuddelmuddel, aber momentan fehlen vorne und hinten Fahrer. Das ganze Theater geht ja eigentlich hier mit den ganzen Kollegen, die in Helmstedt sind. Die fehlen ja hier unten. Weiß ja auch nicht, warum die alle in Helmstedt sind. Aber am Ende fehlen die ja hier unten. Hast ja dann hier die Fahrer nicht. So, wie sieht's denn aus? Alles frei, wunderbar. Wunderbar, alles frei. So, da ist doch schon das Dreieck Würzburg West. Da geht's doch jetzt auch Flux. Im Fluxkompensator. Ich glaube, Zurück in die Zukunft hieß der Film, ne? Wo der Fluxkompensator war. Ja, der hieß, glaube ich, schon so. Der Wolter will nach Holland. Lasset ihn nach Holland fahren. Lenkrecht gekriegt, habt das gemerkt. Mal nicht so schnell hier in die Kurve legen. Letzten Blick auf die Sonne. Ehe wir nach Süden fahren, dann sehen wir sie nämlich nicht mehr, weil die nämlich im Westen ist. So, mal ein bisschen mehr aufpassen hier, weil der Sattel ist ja doch nicht so wendig wie mein Jumbo-Zug. Langsam mal an den Sattel gewöhnen. Es könnte nämlich sein, dass ich dann in Zukunft immer einen Sattel brauche, nehmen muss, darf, wie auch immer, weil mein Jumbo wahrscheinlich nur doch weggeht.
Ich meine, das sind Entscheidungen, die an höherer Stelle getroffen werden. An den Autos steht schließlich dran Spedition Elflein und nicht Hamösel. Also kann man da jetzt nicht so sagen, ich bestehe auf das Auto. Und wenn die Geschäftsleitung sagt, das Auto kommt aus was für Gründen auch immer weg, dann muss man das auch irgendwo akzeptieren. Man muss dann natürlich schauen, dass man so gut wie möglich aus der Situation rauskommt und sich nicht verschlechtert fahrzeugmäßig. Ich meine, ja, Herrgott, was soll's? Man gewöhnt sich auch an den Sattel. Bevor ich bei der Spedition Elflein gefahren habe, habe ich auch Sattel gefahren. Da wusste ich gar nicht, wie so ein Jumbo fährt, da habe ich nur Sattel gefahren. Also ich würde sagen, ich gewöhne mich auch wieder an den Sattel. Na, das ist, es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Ich mag Sattel nicht, aber wenn es sein muss, dann ist es nicht zu ändern. Ehe ich dann jetzt irgendeinen anderen Jumbo nehme, der auch schon sehr alt ist, dann nehme ich doch lieber einen Sattel, der noch nicht so alt ist. Um es mal so zu formulieren, es sind ja ein Haufen Sattelzugmaschinen gekommen. Jumbos sind keine gekommen. Aber Sattelzugmaschinen sind gekommen. So, und wenn dann ich sage, nee, ich will einen Jumbo und ich krieg dann irgendeinen runtergelumperten von irgendeinem anderen Fahrer, das ist dann auch nicht so erquicklich, würde ich sagen. Dann lieber Sattel und einen relativ guten. Muss ich nochmal drüber schlafen. Weil unser Fuhrparkleiter hat mich nämlich heute gefragt, ob ich lieber Sattel nehme oder lieber Jumbo. Aber wenn ich so drüber nachdenke, es sind keine neuen Jumbos gekommen. Es sind neue Sattelzugmaschinen gekommen. Und neue Auflieger. Euro-Trailer. Ja, wenn, dann käme sowieso Euro-Trailer neu in Frage wegen dem Ideal in Elsnetz. Weil auf dem normalen Sattel kriegst du ja nicht neun solche Gestelle drauf. Die kriegst du ja nur auf dem Euro-Trailer drauf. Also müsste ich mich kurzfristig jetzt entscheiden, Sattel oder nicht Sattel. Und unter dem Aspekt, dass ich eventuell einen alten Jumbo krieg oder einen halbwegs gescheiten neuen Sattel, würde ich mich dann doch lieber für einen Sattel entscheiden. Um das mal so zu sagen. Ich meine, so scheiße fahren sie ja auch gar nicht. Und die Euro-Trailer, die bringen ja dann auch ein bisschen Gewicht hinten, dass er dann nicht so hüpft. Der hier hüpft ja auch nicht so. Ja, komischerweise. Keine Ahnung warum, aber er hüpft auch nicht so. Und an den Wendekreis von dem Sattel gewöhnt man sich auch ganz schnell. Und auch an die Ecke, die hier rauskommt. Einer von den Sattelfahrern hat mal zu mir gesagt, die Ecke vom Auflieger kommt nur so weit raus, wie du mit der Ecke von der Zugmaschine fährst. Also die läuft genau denselben Radius. Bin ich mir zwar nicht ganz sicher, aber wenn die das sagen, will ich es mal glauben. So, mal gucken, wo ich jetzt Platz finde. Hier auf der Geraden sieht es schon wieder scheiße aus. Ich habe heute nur eine Abladestelle und eine Ladestelle. Allerdings, Ladestelle ist Berliner. Hilfe! Hilfe! So, da vorne ist auch kein Platz. Also fahren wir hier hinter auf den Parkplatz. Ah, da wäre Platz gewesen. Scheiße.
fahren wir hier rum. Hört auf zu quetschen dort. Da ist ein Haufen Verkehr hier. Da stellen wir uns hier rein. Hat doch gepasst. So, lasst uns in die Böllinger Höfe eilen. Das wird heute sowieso nichts mehr mit laden. Weil ich dann um 9 Uhr keine Schichtzeit mehr habe. Und das sind noch 30 Minuten. Also mit anderen Worten, um 9 ist Schicht im Schacht. Das heißt, ich fahre jetzt noch in die Böllinger Höfe, melde mich an, lass mich auf Pause setzen und mache Feierabend. Dann wird was gegessen. Ich habe mir gerade eine Pizza geholt. Weil ich ja hier in dem Auto nichts Gescheites zum Essen mit habe. Das steht ja alles im Dicken. In dem Kühlschrank. Das ist nämlich blöd. Vorhin waren 17 Grad, jetzt sind bloß noch 11. Boah. Naja, macht nichts, der hat ja eine Standheizung. Diesel ist auch genug drin. Mal gucken, wie das jetzt ist, wo ich mich hinstelle. Aber wahrscheinlich bleibe ich gleich dort stehen, wo ich dann stehe. Weil rausfahren macht keinen Sinn und wenn ich angemeldet bin, darf ich ja auch drin eine Pause machen. Aber nee, ich muss ja nicht erst hier noch draußen rumkutschen. In jeder Seitenstraße stehen sie schon. Hier stehen sie auch überall. Hier, guckt euch das an. Überall stehen sie. Und da, wo noch Platz ist, sind Einfahrten. Hier ploppt eine Meldung nach der anderen auf. Ich möchte mal wissen, was in dem Auto hier nicht gestört ist. So Leute, jetzt bin ich da. Also, Feierabend ist. So meine Guten, ich habe mich jetzt angemeldet und gleich auf Pause setzen lassen. Morgen früh um 6 fangen wir wieder an. Jetzt werde ich mir was Leckeres gönnen. Na, sieht doch gut aus, ne? Die wird mir jetzt schmecken. Und dann gucke ich noch nach euren Kommentaren. Tu noch ein bisschen Smalltalk mit euch halten. Und dann gehe ich ins Bett. Und morgen früh um 6 fange ich wieder an zu arbeiten.
Also wisst ihr Bescheid, um 6 Uhr hier. Guckt euch Heilbronn noch ein bisschen bei Nacht an. Und ansonsten staunknitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Gutes Nächtle und tschüss, bis morgen früh.